So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Glas. Ich möchte gerne mit euch über Glas sprechen. Über Unfälle vielleicht mit Glas, über Gläserrücken, über Glas-Sex-Spielzeug. Vielleicht habt ihr ja durch ein Fernglas auch schon mal etwas ganz Besonderes beobachtet und wollt mir das gerne erzählen. Vielleicht können wir auch reden über Verletzungen im Genitalbereich durch Glas. Oder kann jemand von euch über Scherben laufen? Hat jemand von euch Glas schon mal wissentlich oder unwissentlich gegessen, im Mund gehabt, zerkleinert? Also, das ist ein großes Thema und sicher gibt es ganz viele Aspekte zum Thema Glas. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht, Glas. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Anja. Anja ist 25 Jahre alt. Hallo Anja. Hallo Jürgen. Hallo Anja. Hey. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, als ich hier auf meinem Bildschirm guckte. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn heute Abend Uschi Glas anrufen würde. Ja, das stimmt. Ich vermute mal, sie wird es nicht tun. Wahrscheinlich aber nicht. Nee. Man weiß es ja nicht. Eine Woche, eine Stunde haben wir ja noch Zeit und können hoffen. Liebe Anja, du bist da. Ich freue mich. Und du hast dich zum Thema Glas bei uns gemeldet. Warum? Genau. Mir ist vor anderthalb Jahren was passiert, worüber ich heute sehr lachen kann, aber was mich damals sehr schockiert hat. Mhm. Ich bin geschlafwandelt. Du bist geschlafwandelt? Genau, und habe dann im Schlaf die Glastür meines Zimmers eingetreten. Oh. Und mir dabei die Achillessehne halt fast durchgeschnitten. Oh. Also die Glastüren sind ja in der Regel immer relativ dick und stabil. Genau, also das ist in dem Fall keine Vollglastür, sondern eine Holztür mit zwei so Fenstern. Ach so. Und es ist halt auch schon ein altes Haus, glaube ich, 50er Jahre gebaut und ja. So ganz dünne Glasscheiben, die also wirklich schnell kaputt gehen. Ach so. So, dann hast du das während des Schlafwandelns hast du das eingetreten, das Glas. Genau. Bist du denn dann in dem Moment erwacht aus dem Schlafwandel? Ich glaube ein bisschen später, denn ich muss gesessen sein, als ich geschlafwandelt bin, denn ich hatte beide Füße zerschnitten und es geht ja im Stehen schlecht. Ja. Und so wie ich es aus dem Traum in Erinnerung habe, denn ich habe dabei geträumt, saß ich wohl wirklich auf dem Boden und habe dann mit beiden Füßen volle Kraft voraus die Tür eingetreten. Ach so, gar nicht beim Gehen, sondern du saßt vor der Tür und genau, hast reingetreten. Also im Schlaf wirklich bewusst, also ja. Kaputt gemacht. Ja. Weil ich in diesem Traum, ich wollte irgendwie raus, also ich habe mich eingesperrt und beengt gefühlt und wollte raus. Ach so, daran kannst du dich schon erinnern noch. Genau, ich kann mich eben an den Traum erinnern, in dem Traum ich habe im realen Leben habe ich Platzangst und in dem Traum war das wohl auch so, dass ich mich in einem engen, dunklen Raum gefühlt habe und durch die Glasscheibe kam ein bisschen Licht rein und das habe ich wohl verarbeitet und wollte halt raus. Ja. Und habe dann eben die Tür oder die Scheibe eingetreten, weil ich raus wollte. So, jetzt weiß kein Mensch, wie lange du da gesessen hast, bis du dann wach wurdest, das weiß man nicht. Doch, ich glaube nicht so lange, denn ich stand dann irgendwann, also als ich wach wurde, stand ich schon. Mhm. Vielleicht bin ich von dem Gepolter, von den Glasscherben wach geworden, ich weiß es nicht. Mhm. Und dann habe ich das natürlich erstmal gar nicht kapiert. Also ich habe dann halt die Scherben gesehen, dass die Tür kaputt ist. Das Blut? Nee, noch nicht. Noch nicht? Ich bin ein sehr rationaler Mensch und meine ersten Gedanken, bis ich überhaupt kapiert habe, was los ist, dachte, du hast die Tür kaputt gemacht, das ist doch wohl nicht wahr. Was kostet die neue Tür? Genau, so wirklich, was kostet die neue Tür, wo kriege ich das Glas her, wer kann das einbauen, ich bin total ungeschickt und sowas, habe noch überlegt. Und bis ich dann eben gemerkt habe, dass das alles voller Blut ist, also oh, da war eine riesen Blutpfütze auf dem Boden. Und dann kam halt auf einmal der Schock, ne? Und dann kam, oh Gott, was ist da passiert? Und uiuiui. Und kamen denn dann auch die Schmerzen? Es muss auch wehgetan haben an den Beinen. Die kamen dann beim Laufen, ja. Weil ich halt ich hatte an einem Fuß 11 Schnittwunden. Mhm. War denn auch Glas im Fleisch oder in der Haut drin? Ja, genau. Also war halt, also der eine Fuß eben mit 11 Schnittwunden, am anderen Fuß habe ich sie dann nicht gezählt mehr, weil es dann zu viel war. Das bedeutet, dass du dann wahrscheinlich in der Nacht noch in ein Krankenhaus gefahren bist. Ja, genau. Also ich habe mich dann ins Badezimmer gehumpelt, weil ich halt, ne, rationaler Mensch, wollte nicht so viel schmutzig machen, habe mich in die Badewanne gesetzt und habe dann, wollte einen Krankenwagen anrufen, habe aber fälschlicherweise bei der Polizei angerufen, die mir auf die Geschichte gar nicht geglaubt haben. Die sind auch noch vorbeigekommen und haben das kontrolliert, ob das stimmt. Ach du lieber Gott, das auch noch dann. Ja. Also die kamen dann noch, bevor der Krankenwagen kam. Die waren da, bevor der Krankenwagen Und du armes standest da mit deinen verletzten Beinen. Ich saß da in der Badewanne und hab geheult vor Schock und wusste überhaupt nicht, was los ist. Und mein Mitbewohner stand auch total unter Schock. Der hat gesaugt, weil er dachte, ich mach mal die Scherben weg.
Ist denn die Verletzung dann relativ glimpflich abgegangen? Nee, ich habe mir die Achillessehne eben fast durchgeschnitten. Fast durchgeschnitten? Was heißt das? Muss man das operieren? Genau, also ich war dann eben, habe dann am nächsten Morgen, bin ich sofort in OP gekommen. Die mussten also die Achillessehne wieder zusammenflicken und ich hatte dann auch 8 Wochen einen Vakuped-Achillschuh. Das kannst du dir vorstellen. Wie heißt das? Vakuped-Achillschuh. Das kannst du dir wie einen Skistiefel vorstellen. Also von der Optik ungefähr. Also hat das ja schon eine große Folge gehabt, ne? Dieser auf alle Fälle. Relativ kleine Unfall hat dann aber doch eine Folge gehabt. Ja, klar. Also am Anfang auch so ein bisschen psychisch, weil ich halt Angst hatte, abends schlafen zu gehen, weil ich halt nicht wusste, was mache ich nachts. Naja, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man einmal sowas, wusstest du vorher schon, dass du schlafwandelst? Also ich bin als Kind geschlafwandelt, aber das machen ja viele Kinder. Also da habe ich dann eben nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja. Und ich wusste eben nur von meinem Freund auch, dass ich nachts sehr aktiv bin. Also oftmals rede und erzähle und im Bett sitze und hochschrecke. Was natürlich unter Umständen auch pikant sein kann, ne? Wenn der Freund neben dir liegt und wer weiß, was du so alles erzählst. Ja, das aber bis jetzt habe ich da noch nicht erzählt, was er wohl nicht hätte wissen müssen. Hast du denn seitdem oder nachdem nochmal Schlaf gewandelt? Einmal, dass ich davon wach geworden bin, da habe ich, weiß auch nicht warum, versucht die Wand einzutreten mit dem kaputten Bein auch noch. Ach das, also das würde mich auch beängstigen. Ich würde Angst haben, wenn ich abends schlafen gehe, was machst du jetzt wieder? Ja klar, natürlich. Kann man da irgendwie Vorsorge treffen, dass man zumindest nicht, weiß ich, aus dem Fenster steigt oder... Ich habe jetzt im Moment in der WG das Glück, dass ich im Erdgeschoss lebe. Achso, da kann man gut raussteigen im Schlaf. Da könnte man raussteigen, da würde überhaupt nichts passieren. Ja. Und dann habe ich, also ich hatte am Anfang wahnsinnige Angst und dann aber irgendwann hat die Angst dann auch aufgehört. Also dann habe ich mir gedacht, mein Gott, es ist 24 Jahre nichts passiert, dann wird jetzt bestimmt auch nochmal 24 Jahre wieder nichts passieren. Und ich war dann auch beim Psychologen und habe da mit ihm geredet, aber der war da völlig überfordert und wusste auch gar nicht, wie er mir da helfen soll. Und mir 24 Jahre nichts passiert, wie meinst du das? Das, was du gerade erzählt hast, ist passiert genau. Vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren, ja. Ach so meinst du das. Vorher ist 24 Jahre nichts passiert. Vorher ist 24 Jahre nichts passiert und dann habe ich halt gedacht, okay, dann wird es wohl auch. Schlafwandeln finde ich sowieso eine sehr merkwürdige und auch ein bisschen gruselige Angelegenheit. Weil man das gar nicht irgendwie begreifen kann, weil man das nicht führen kann und man ist nicht Herr darüber. Und Mensch, der Körper macht dann irgendwelche seltsamen Sachen. Ja, aber auf jeden Fall geht's dir jetzt wieder hoffentlich richtig gut. Ja, total. Also, und du kannst richtig laufen wieder, die Achillessehne ist auch wieder da, wo sie sein sollte. Ich kann wieder Sport machen, alles ist wieder in Ordnung. Es ist nur noch eine Narbe von zu sehen und ansonsten ist es alles bestens verheilt und wieder gut. Und die Tür ist dann auch ordentlich repariert worden danach? Da ist jetzt aber ein Holzbrett drin und keine Glasscheibe mehr. Liebe Anja, das zum Thema Glas von dir. Ja, genau. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heute Nacht heißt Glas. Ich möchte gerne mit euch über Erlebnisse mit Glas sprechen, was ihr mit oder wegen oder durch Glas schon erlebt habt. Das können Unfälle sein, aller Art, wie wir es gerade gehört haben. Es können aber auch irgendwelche kuriosen Sachen sein. Dass jemand vielleicht es erlernt hat, wie ich es gerade schon sagte, über Glasscherben zu gehen. Oder vielleicht hat jemand Spaß an Glas-Sex-Spielzeug. Habe ich neulich mal im Fernsehen gesehen, eine Reportage. Da gibt es ja ganz verrückte Sachen. Die sind wirklich aus Glas, aus echtem Glas hergestellt. Und man hat dann im ersten Moment vielleicht so ein bisschen Sorge. Mein Gott, wenn das kaputt geht oder bricht oder so, aber angeblich soll es nicht brechen. Wie auch immer. Also, das Thema heißt heute Glas. Und wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Hier ist die Juliane. Juliane. Hallo, Juliane. Hallo. Hallo. Du bist 21 Jahre alt. Ja. Ja. Warum hast du zum Thema Glas angerufen? Ich habe eine Erbkrankheit, die nennt sich Glasknochen. Ah, die Glasknochenkrankheit. Genau. Da habe ich gestern auch schon drüber gesprochen, dass ich vielleicht heute gerne mit jemandem sprechen würde wollen, der diese Erkrankung hat. Ja, ich habe ja gestern deine Sendung gesehen. Ja. Und habe dann halt gehört, dass die nächste Sendung Glas heißt, wo du da auch erwähnt hast, falls jemand da diese Erkrankung hat. Ja. Und da habe ich mir halt gedacht, ja. Ruf dir mal an. Genau. Genau. Ja, das finde ich auch sehr gut und
Dann können wir uns jetzt auch sicher eingehend über deine Erkrankung unterhalten. Das ist eine Erberkrankung. Ja. Und diese Erkrankung heißt ja so ganz plakativ schon Glasknochenkrankheit. Das transportiert ja irgendwie so etwas, dass man denkt, diese Knochen sind sehr, sehr zerbrechlich und sehr empfindlich. Ist das wirklich so? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du dich dann zum Beispiel im Alltag bewegst, wenn deine Knochen so empfindlich sind. Also ich weiß noch, dass als Kind ich mir sehr oft was gebrochen habe. Mhm. Also ich habe auch eine Zwillingsschwester, die hat das Gleiche. Ja. Das haben wir beide von unserem Vater. Ah ja, das ist also dann vererbt worden direkt vom Vater. Genau. Mhm. Und bei ihm war es noch schlimmer. Der hatte 84 Knochenbrüche insgesamt. Ja. Und bei uns ist aber jetzt der Vorteil, dass wir halt medizinisch sehr gut versorgt worden sind. Aber als Kinder hattet ihr auch schon immer wieder Knochenbrüche? Ja. Wo? Ja. An den Beinen oder Armen? Überall. An den Armen, an den Beinen. Ja. Und es war dann auch so, dass die Knochen sich dann auch deformieren. Das heißt, die wachsen nicht mehr richtig so zusammen, wie sie wachsen sollten? Die werden dann irgendwie krumm. Also der Muskel zieht dann die Knochen krumm. Ja. Und seit dem 6. Lebensjahr wurden wir da operiert, ja, in so einer Spezialklinik. Mhm. Und da haben wir Titannägel in die Knochen bekommen. Methannägel? Ja. Ah ja. Das sieht so aus wie eine Radioantenne. Ja. Und das wächst mit den Knochen mit. Achso, und das stabilisiert dann die Hauptknochen erstmal, genau, so an den Beinen. Und also wenn da mal was bricht, verhindert, dass der Knochen sich da irgendwie splittert oder dass sich das wieder krumm zieht. Ah ja, sind das? Ich habe einmal in meinem Leben einen Beinbruch gehabt, da war ich so 14 Jahre alt. Und das hat höllisch wehgetan. War das, wenn du dich erinnerst, erstmal an deine Kindheit, als du die vielen Brüche hattest, waren das auch ganz schlimme Schmerzen? Ja, das auf jeden Fall. Das auch. Mhm. Also man fühlt irgendwie empfindlicher und ja. Mhm. Und wie ist das heute? Du bist 21 Jahre alt. Wann hattest du deinen letzten Knochenbruch? Der ist jetzt länger her. Also Beinbruch war zuletzt 2001 und 2005 hatte ich mir einen Finger gebrochen. Einen Finger gebrochen? Wie war das passiert? Ich muss irgendwie, also während ich einen Berg runterfuhr, also ich bin im Rollstuhl. Ach, du bist im Rollstuhl? Ja. Hat das auch mit der Erkrankung zu tun? Ja, hat es. Das heißt also, die Knochen sind nicht nur sehr empfindlich, sondern sie funktionieren auch nicht so, der Rücken und die Beweglichkeit. Ja, ich bin auch nur 1,8 Meter groß. 1,8 Meter? Ja. Ja. Ich wollte dich gerade schon fragen, die Stimme klingt auch etwas anders, als so ich das so gewohnt bin. Die klingt viel jünger. Die klingt viel jünger als 21 Jahre. Das ja, hat das auch, auch mit der Erkrankung zu tun. Ja, ich wirke auch viel jünger. Ja. Also man schätzt mich da jetzt nicht 21. Ja. Und da passieren manchmal auch so witzige Sachen. Und ja. Nochmal zu dem Rollstuhl, auf den Rollstuhl zu sprechen zu kommen. Kannst du gar nicht gehen? Oder ist der Rollstuhl nur so für, wenn du mal rausgehst, dass es angenehmer für dich ist? Ich kann schon. Also laufen kann ich so an der Hand und ein paar Schritte gehen. Also die Beweglichkeit ist schon da. Ja, das ist kein Problem. Aber du könntest jetzt nicht einen langen Spaziergang machen. Ja. Das geht nicht. Dafür brauchst du den Rollstuhl dann. Ja, ich kann mich auch auf dem Boden bewegen und sonst bin ich ja selbstständig. Das ist nicht das Problem. Ja. Du sagst es gerade, der Finger war gebrochen, weil du aus dem Bett ausgestiegen warst und dich irgendwie verknickt hattest, oder? Hast du den Finger? Ja. Nein. Ich war im Rollstuhl, also bin halt irgendwie im Berg runtergefahren. Ach, den und, Berg runtergefahren. Ja, und da war ich noch in so einer Berufsfindung und da ist halt vor mir jemand langgelaufen und ich musste halt ziemlich abrupt abbremsen. Mhm. Und dadurch bin ich dann irgendwie mit dem Finger in dich beim Rad irgendwie so rein. Ja, da würde ja fast schon einem gesunden Menschen der Finger brechen, ne? Ja, aber ja, und dann ist gleich Finger gebrochen. Das war noch ein Freitag am 13. Das auch noch. Ja. Na toll. Das dann auch noch. Wie musst du dich denn, wenn du jetzt, was machst du in deinem Alltag? Was machst du, kannst du berufstätig sein? Geht das? Es geht schon. Das Problem ist nur, ich bin nebenbei noch mal nicht depressiv. Meiner Schwester hat auch das Gleiche. Ja. Und da kommt es dann auch vor, dass man öfter in die Psychiatrie muss. Achso, das heißt, da ist gar keine Zeit zum
einem Beruf nachzugehen? Na doch, also letztes Jahr, da wollte ich in einer Werkstatt anfangen. In der Werkstatt? Behindertenwerkstatt. Ja. Also, ja, weil ich auch einfach, ich kann wegen der Psyche, also jetzt nicht wegen meiner Glasknochenerkrankung. Ah ja. Ich kann wegen meiner Psyche halt nicht so viel Druck aushalten. Ach so. Stress. Das heißt, wenn die Psyche gesund wäre, wenn die Krankheit weg wäre, das heißt, aufgrund der Glasknochenerkrankung könntest du schon einiges immer machen. Ja, also ich war ja 2,5 Jahre auf dem Gymnasium. Ja. Also ich bin geistig topfit. Ja. Aber das Problem ist halt die Psyche. Die Psyche. Wie ist das denn so? Musst du dich, weiß ich es, beim Waschen oder wenn du ins Bett gehst oder in vielen alltäglichen Dingen, musst du da sehr besonders auf dich aufpassen? Dass bloß nicht irgendwie was verknickt oder ja, dass du hinfällst? Nee, da eigentlich nicht. Was ich halt immer nicht so gern mag, ist, wenn man mich mit dem ganzen Rollstuhl hochheben muss. Wenn man dich mit dem Rollstuhl hochheben muss? Ja, also wenn Treppen sind und da steige ich halt lieber aus. Ach so, weil du Angst hast, du kippst, die halten dich nicht richtig und du kippst um. Der Rollstuhl kippt um, das ist schon passiert. Das ist schon passiert? Ja, ich bin schon oft mit dem Rollstuhl umgekippt und da passiert auf jeden Fall was dann. Und dann ist auf jeden Fall irgendwas gebrochen oder... Genau. Wie ist das denn, wenn wir beide uns jetzt persönlich kennenlernen würden? Könnte ich dir ganz normal die Hand geben? Ja, ja. Da hast du nicht Angst, dass die Knochen zerbrechen? Nein. Ist das denn, je älter du wirst, wird die Krankheit noch komplizierter für dich, dass die Knochen noch empfindlicher werden, oder ist das so gleichbleibend? Also als Kind war es relativ schlimm. Durch die Pubertät hat sich das gebessert. Ja. Aber dann, wenn man dann zunehmend älter wird, also ich sag mal, wo der Knochen dann abbaut, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das wieder schlimmer wird. Ach so, kennst du denn Menschen, die ja ein höheres Alter haben und deine Erkrankung auch auch in sich tragen? Ich kannte schon welche. Also ich war mit meinem Vater auch zu solchen UI-Treffen, nennt man das. Ja, also da kommen da Leute zusammen, die genau die gleiche Erkrankung haben. Genau. Ich kannte da auch mal eine, die hat uns auch besucht, die konnte sogar frei laufen und bei ihr war das sogar viel besser als bei uns. Und ja, dann gab es auch wieder Fälle, wo es viel schlimmer war. Also ja. Hat man denn... wenn man diese Glasknochenerkrankung hat, eine ganz normale Lebenserwartung oder ist die Lebenserwartung niedriger als bei einem Menschen, der gesund ist? Also ich habe mal gehört, dass von meinem Vater, der hatte ja viel mehr Kontakte, dass viele früher sterben, nicht allzu früh, aber schon etwas als gesunder Mensch. Ja. Wobei du ja Gott sei Dank noch sehr jung bist. Ja. Und wer weiß, bis dahin, wenn du älter wirst, wird die Medizin vielleicht schon wieder irgendwas erfunden haben, um dir oder euch, die ihr betroffen seid, auch da etwas zu helfen. Ja. Wie sieht denn das überhaupt aus so zur Zeit? Gibt es eine medizinische Betreuung oder kann man da gar nichts machen? Gibt es Medikamente oder irgendeine Therapie? Nein. Also das mit den Knochen, das ist ja halt nur mit diesen Titannägeln. Das stabilisiert sich halt und... Ja? Ja, also... Mehr kann man nicht machen. Ich weiß es nicht. Also bei uns wurde das halt nur gemacht. Ja. Und Medikamente nehme ich dagegen keine. Ja. Sind glasknochenerkrankte Menschen auch immer gleichzeitig kleinwüchsig, so wie du es gerade von dir beschrieben hast? Ist das immer so? Ja, also ich denke schon. 1,08 Meter, sagst du, bist du groß. 1,08 Meter. 1,08 Meter. Ja. Das... Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch so gewisse Schwierigkeiten und Probleme hat, so in Bezug auf Partnerschaften. Hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Also ich bin zurzeit, also es ist halt schwierig bei mir, auch wegen meiner Psyche. Ja. Also ich bin mit einem Pädophilen zusammen und es gibt da keine Probleme. Ich hatte auch schon davor Freunde. Die waren halt immer alle nur älter. Ja. Das hat meine Mutter nicht so gepasst. Aber immerhin hast du Beziehungen gehabt und wenn das hat auch funktioniert dann. Ja, also ich hatte nicht sehr viele. Bei mir fing alles, ich habe mich sehr spät entwickelt. Ja. Erst einen richtig festen Freund hatte ich mit 19. Naja, gut, aber du bist ja auch erst 21, da muss ja noch nicht so viel passiert sein. Ja, und... Kann man, wenn man Glasknochen erkrankt ist, ich sag es mal so relativ normal, mit jemandem schlafen? Oder muss man da auch Angst haben, dass die Knochen irgendwie kaputt gehen?
Naja, es ist schon, ja, schon problematisch, vor allem wegen der Größe. Ach so, ja, klar. Ja. Also die Größe des Geschlechtsteils, meinst du? Oder die gesamte Körpergröße des Mannes? Ja, also das, Angst, dass mir was passiert, habe ich nicht. Das nicht, aber man muss vorsichtig sein. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt muss ich dich auch nochmal fragen, du hast gerade so beiläufig gesagt, ich bin mit einem Pädophilen zusammen. Was ist denn das? Wie, nochmal? Du hast gerade so beiläufig gesagt, du bist mit einem Pädophilen zusammen. Ja, das ist auch wieder seelisch bedingt bei mir. Ist dieser Mensch denn in Behandlung, in psychiatrischer Behandlung? Er? Ist dieser Mann auch in psychiatrischer Behandlung? Nee. Das nicht? Lebt er denn seine Pädophilie aus? Nein. Also ich habe mich ja da auch also informiert, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ich passe da auch da auf und er macht überhaupt damit. Also wenn das wäre, dann würde ich mich ja auch strafbar machen. Und ja, da trägst du eine Verantwortung. Da musst du ja, dann auch das ein. Ist da auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich dir das auch noch sagen kann. Es ist ja auch noch so, ich liebe jemand anderen. Ja. Auch noch, zusätzlich. Ja. Und bist in einem Liebeskonflikt. Nicht Konflikt, aber ich würde halt schon gern drüber sprechen, aber das ist ja extrem. Ja, jetzt habe ich ein Problem, Juliane. Ich gucke gerade auf meine Uhr und wir haben so unsere Zeit, die ich so mit meinen Gästen verbringe, schon ziemlich weit überschritten. Aber ich möchte dich jetzt nicht einfach abbügeln. Aber ich möchte dir anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal vom Hintergrund aus anrufen. Ist das okay? Wie meinst du? Das heißt, meine Psychologin ruft dich an und dann kannst du in Ruhe mit ihr noch weiter sprechen über das, was du gerne sprechen möchtest. Ja? Okay, dann machen wir das so, Juliane. Okay. Ich wünsche dir von Herzen... Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, ganz rasch, ganz schnell. Ja, ich grüße den Mario Lenk. Okay, alles klar. Ja. Liebe Juliane, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bleib gesund und dass du dir nichts brichst und vor allen Dingen auch, dass du mit der Psyche so ins Reine kommst. Okay. Und alles Liebe. Ja. Wir melden uns gleich bei dir. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und unsere Mailadresse domian@wdr.de. Und mein nächster Anrufer, der heißt Michael. Und Michael ist 27. Guten Morgen. Michael hat aufgelegt oder die Leitung ist weggebrochen. Dann machen wir weiter mit dem Markus. Markus ist 29. Guten Morgen. 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 Markus, ja. Zum Thema Glas. Ja, ich hatte einen ganz bösen Autounfall. Weißt du, was schön wäre, wenn du nicht mit der Freisprechanlage sprechen würdest? Mach ich gar nicht. Nee, es klingt so verhallt. Ja, jetzt besser? Ja, wir kriegen das schon hin. Du hattest einen Autounfall? Ja, ich hatte einen Autounfall. Ja? Also ich saß also Beifahrer da und wir sind halt frontal gegen so einen mit Steinen beladenen 40-Tonner mit 70 dagegen. Frontal? Frontal. Seid ihr gegen den, wer war schuld? Ja, ich denke mal wir, weil der LKW hat gestanden. Und ihr seid auf die andere Spur, seid ihr hinten drauf gefahren? Ja, oder? Nee, also wir sind eine Serpentine runtergefahren, ja. Also ich komme halt aus dem Bergischen Land. Ja. Und wir sind halt diese Serpentine runtergefahren und es war halt sehr feucht und alles drum und dran. Und am Ende dieser Serpentine, das hatte eine sehr langgezogene, uneinsichtige Kurve und dann stand da halt genau ein LKW, der hatte irgendwie Steine abgeladen. Achso, der stand auf eurer Spur? Nee, der stand auf der entgegengesetzten Spur. Wir waren halt so schnell und das Ding hatte halt Sportfahrwerk und halt so breite Reifen und so und das ist halt ziemlich losgerutscht, das Ding. Ja, und wir sind halt komplett dagegen und dann bin ich halt durch die Scheibe durch. Durch die Windschutzscheibe? Durch die Windschutzscheibe. Ja. Und hast du dich angeschnallt? Nee, wir waren alle nicht angeschnallt. Ihr wart nicht angeschnallt? Nein. Lieber Gott nochmal. Ihr rast wie die Wahnsinnigen eine Straße runter, nicht mal angeschnallt. Was heißt denn wahnsinnig? Das war 70. Also naja, wahrscheinlich war es viel zu viel. Aber egal, erzähl mal weiter. Natürlich war es zu viel. Gut, also in dem jugendlichen Leichen, das ist jetzt so fast 9 oder, ja gut, mittlerweile 10 Jahre her. Und so. Ja, gut, da war halt... Man setzt sich halt ins Auto rein, man fährt und ja, alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wie viele Leute waren im Auto? Vier. Vier. Ja. Also du bist dann durch die Glasscheibe durchgeflogen vorne. Ja. Warst du durch das Glas sehr verletzt? Ziemlich, ja doch. Also
mein Gesicht, das war komplett zerschnitten und überall, das ist ja dieses Sicherheitsglas, da sind extrem kleine Splitter und da sollte man sich eigentlich nicht dran verletzen, aber wenn man da halt irgendwie genau reingerät, das tut schon ziemlich weh. Und waren deine Augen auch verletzt? Ja, also die waren auch mit, also es war jetzt nichts unbedingt Gefährliches, also die Hornhaut, die war schon sehr angekratzt. Und ja, das ging schon ziemlich zur Sache, sag ich mal so. Wie lange warst du im Krankenhaus? Gar nicht lange. Also, weil das war halt direkt auf dem Randgebiet, wenn ich das mal sage, von Leverkusen-Wermelskirchen, das ist direkt da auf diesem Randgebiet. Und da kamen halt zwei Krankenwagen. Ein Krankenwagen aus Leverkusen, einer aus Wermelskirchen. Und der Fahrer, er kam halt aus Leverkusen, die Freundin von ihm aus Wermelskirchen, also zum Wermelskirchener Gebiet, und naja, egal. Was tut das zur Sache? Vertauscht. Der Fahrer, der wurde quasi mit meiner damaligen Freundin, haben die den nach Wermelskirchen, Entschuldigung. Ja, ist doch egal, wohin ja? Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Gar nicht lange, 2 Stunden. Ach so, kurz. Ja, ach so. Nee, ich bin auf eigene Faust wieder raus. Weil ach so, das heißt, du warst doch dann nicht weiter schwerer verletzt? Doch, ich war sehr schwer verletzt. Ja, wieso bist du denn 2 Stunden aus dem Krankenhaus? Ich war zwar noch Herr meiner Dinge, ich war komplett überall zerschnitten und kaputt und so, aber ich bin halt auf eigene Faust aus dem Krankenhaus, weil ich wissen wollte, wie es meiner Freundin ging. Ach so. Weil sie halt im anderen Krankenhaus war. Ach so. Ja, und dann bin ich da mit dem Taxi ins andere Krankenhaus und hab dann da geguckt. Und bist du denn dann wieder ins Krankenhaus gegangen? Nee, ich wurde dann vom Hausarzt weiter behandelt und das Lustige an der ganzen Sache war, da wo ich halt durch die Scheibe durchgegangen bin, dann bin ich, also du musst dir das vorstellen, ich bin durch die Scheibe durch und dann quasi wieder ins Auto rein und dann an der Kopfstütze dran vorbei und dann genau gegen den Kopf von meiner Ex-Freundin. Und die hat sich quasi 2 Zähne an meinem Hinterkopf ausgehauen. Und da hatte ich meinen ganzen Kopf hinten kaputt und dann haben die mich da behandelt und das war immer, das war ganz eine eiterige Sache und das war ganz, das hat sich über Wochen hingezogen. Und dann saß ich bei einem Freund mit dem Kind rumgespielt und der hat mir irgendwie so vom Kopf genockt und dann habe ich hinten gemerkt, da kommt irgendwas raus und dann hatte ich ihren abgebrochenen Zahn im Hinterkopf. Ach, das ist ja verrückt. Ja, das ist ja verrückt. Sie hat mich angegrinst mit ihrem abgebrochenen Zahn und ich so, lach nochmal. Dann habe ich dieses Ding, was ich mir gerade aus dem Kopf rausgepopelt habe, habe ich so. Und das hatten die nicht in dem Krankenhaus bemerkt? Nee, das haben die irgendwie gar nicht geschnallt. Ja. So, nee, dann kann man ja trotz allem sagen, das ist sonst jemand sehr schwer verletzt worden? Ja doch, wir waren alle sehr schwer verletzt. Naja, so ganz schwer verletzt kannst du nicht gewesen sein, wenn du dann nach Hause gefahren bist und von deinem Hausarzt behandelt wurdest. Nee, ich bin ja auf eigene Faust daraus. Ja gut, trotzdem, du bist ja auch nicht wieder ins Krankenhaus gegangen. Wie lange lagen die anderen denn im Krankenhaus? Der Fahrer, der lag irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Wochen. Meine zu dem Zeitpunkt Freundin, die lag irgendwie auch 4 Wochen da drin. Und die Freundin vom Fahrer, die lag auch 2 Wochen drin. Ja. Also ich bin quasi noch am lockersten davon gekommen. Ja. Was haben wir für eine Lehre daraus gezogen aus dem Unfall? Anschnallen. Und? Nicht zu schnell fahren. So, genau. Ja. Lieber Markus, danke für den Anruf. Jo. Alles Gute, tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Jo. Bastian ist hier. Bastian ist 19. Guten Morgen. So, und der Bastian sollte mal ganz schnell den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja, bitte. Hallo. Hallo Bastian, 19 Jahre bist du. Genau. Ja, Thema Glas. Ja, mein Thema zum Thema Glas ist eigentlich folgendes. Ich mag es total gerne, über Scherben zu laufen. Du magst das und kannst es auch, ohne dich zu verletzen? Ja, also... So Fakir-mäßig? Genau so, Fakir-mäßig. Ach, da bin ich immer, wenn ich das im Fernsehen sehe, kann ich das immer nie glauben. Also, ist es richtig so ein Scherbenteppich, über den du gehst? Ja, genau, ich treffe mich jeweils einmal im Monat, in einem Abstand von einem Monat, treffe ich mich mit 4 Freunden, einem Mädchen und 3 Freunden. Ja. Treffe ich mich, das ist wie so eine Art Ritual, kann man praktisch sagen. Zum Scherben gehen. Genau, zum Scherben gehen, genau. Und wir treffen uns da und laufen über so eine Art Scherbenteppich. Wie viel Meter ist das?
das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also das kommt immer darauf an, wie weit der oder diejenige im Fall der einen Freundin die jeweiligen Leute dazu bereit sind. Ach so, aber wie lang ist der Scherbenteppich angelegt? Also wie lang könnte man, wenn man könnte? Also da jeweils die Wohnungen von den einzelnen Leuten relativ klein sind, geht's wirklich meistens so vom Schlafzimmer bis in die Küche. Ach so, aber so ein paar Meter sind das dann schon, ne? Genau, das geht bis zu 9 oder 10 Metern. Ach so, dann doch so weit. Genau. So weit. Und jeder probiert dann, wie gesagt, so weit, wie er kommt, zu laufen. Was sind das für Scherben? Das sind eigentlich Scherben, die man selber gesammelt hat. Also das können Glasscherben sein, Flaschen, kaputte Flaschen, Gläser. Genau, ja. Alles, was so anfällt. Und wie breitet ihr das in einer Wohnung aus? Das ist eine irre Sauerei. Also wir haben meistens diese Müllbeutel unten liegen, diese blauen Säcken. Ja. Und legen dann darüber die Scherben durch die Wohnung. Ich gehe mir davon aus, dass ihr alle noch keine eigenen Wohnungen habt. Oder habt ihr Wohnungen? Nein, wir haben alle eigenen Wohnungen. Ihr habt alle eigene Wohnungen. Ich wollte sagen, es gibt Ärger mit der Mutter. Oder? Nein, wir wohnen wie gesagt alle alleine. Wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee, sowas zu machen und überhaupt zu trainieren? Ja, also wir haben damals es gab ja mal diese Uri Geller Show mit dem Menschen, der die Löffel verbiegen konnte. Und da haben wir uns eigentlich inspiriert gefühlt, wenn man das so sagen darf, uns einfach angesprochen gefühlt, dass man einfach seine eigenen Grenzen austestet, wie weit man dieses Schmerzempfinden, was man ja eigentlich normalerweise besitzt, ausblenden kann in dem Moment. Also wie weit man eigentlich nur durch Konzentration über diesen Glasteppich laufen kann und sein eigenes Schmerzempfinden ausblenden kann in dem Moment. Jetzt überlege ich gerade, Uri Geller, das ist ja eigentlich so lange her, den kannst du gar nicht mehr kennen. Ja, hat er denn noch so ein Comeback irgendwann? Ja, es gab ja diese Revival-Show auf RTL, wenn ich Ja, genau, du hast recht. Ja. Und du hast recht, ja, ja. Da kam das alles wieder hoch und da kam der Gedanke, einfach mal auszuprobieren, in dieser Fakir-Methode über das Glas zu laufen. Aber wenn man doch gar kein Training hat und nicht, ich sag mal so, von niemandem trainiert wird, der sowas kann, endete das am Anfang nicht sehr blutig? Ja, also es gab einen Freund, wir waren also damals zu fünft, und der hat sich die Sehne aufgeschnitten damit, also mit einer Glasscherbe die Sehne am vorderen Zeh aufgeschnitten. Das war dann nicht mehr lustig? Das war nicht mehr lustig, nee, überhaupt nicht. Und ist dir denn mal was passiert dabei? Mir ist bis jetzt zum Glück noch nichts passiert. Ne? Und den anderen... Bastian, erklär es mir, wie das geht. Wie schwer bist du? Ich wiege ungefähr 72 Kilo. So, 72 Kilo. Und du gehst fast 10 Meter mit nackten Füßen über Scherben. Genau. Und du verletzt dich nicht, da wird nichts reingestochen an Glas. Wie geht das? Also das kann man, oder kann ich nur bedingt erklären. Also man hatte einfach in dem Moment, wo man da drüber läuft, geht's wirklich nur um die Sache. Also es geht nur rein um die Sache, dann drüber zu laufen und zu gucken, wie weit man dieses Schmerzempfinden, was man normalerweise hätte, selbst wenn man sich an einem gebrochenen Glas schneidet oder so, auszublenden. Ich kann ja noch verstehen, dass man vielleicht durch eine große Konzentration, das sind ja auch nur ein paar Sekunden, während ihr darüber geht. Ja. Geht ihr schnell darüber? Also ich gehe immer relativ langsam darüber. Ne? Okay. Die Freundin, die da mitmacht, die geht relativ schnell darüber, geht meistens nur auf Zehenspitzen und ich roll meistens meinen hinteren Fußballen wirklich ganz sanft darüber. Umso dramatischer. Ich kann ja noch verstehen, dass man vielleicht durch hohe Konzentration das Schmerzempfinden ausschaltet. Ich kann aber nicht verstehen, dass man durch Konzentration eine Verletzung, eine reale Verletzung am Fuß verhindert. Ja, aber in dem Moment ist man so nervlich fokussiert auf die Scherben, die wirklich den eigenen Fuß berühren, dass man das irgendwie steuern kann. Dass man sagt, wenn ich jetzt meinen Fußballen ein Stückchen mehr nach links bewege oder ein Stückchen mehr nach rechts bewege, dann nehme ich die oder die andere Scherbe nicht so mit, dass sie mich verletzen könnte. Ach so. Das heißt, man hat eine Möglichkeit der Steuerung. In dem das heißt, Moment. Die Konzentration ist ganz fokussiert auf die Füße. Genau, absolut auf die Füße. Absolut auf die Füße. Es schaltet in dem Moment eigentlich alles andere aus. Mhm. Also man läuft über die Scherben und man merkt, jetzt kommt vielleicht eine größere Scherbe und indem man seinen Fuß nach links bewegt, nimmt die einen in diesem Moment nicht so mit, dass man sich irgendwie verletzen könnte. Und auch beim allerersten Mal, als ihr das gemacht habt, hast du dich nicht verletzt? Ich habe mich nicht verletzt. Nee, wir haben am Anfang,
angefangen, wir hatten, das kam wie gesagt nach dieser Uri Geller Revival Show, wenn man das so sagen darf, und dann stand man wirklich auf einem Scherbenhaufen oder auf einem Scherbenteppich, der vielleicht 30 Zentimeter groß war. Und dann stand man da drauf und hat halt probiert, wie lang kann ich darauf stehen oder wie kann ich meinen Fuß darüber bewegen. Und dann hat man irgendwie probiert, da drüber zu gehen. Das ging. Und dann wollte man halt ausprobieren oder wollte ich halt ausprobieren, wie weit man gehen kann oder wie weiter man gehen kann. Und mittlerweile seid ihr bei unter Umständen 10 Metern. Genau. Ungefähr. Das ist eine kleine Gruppe von jungen Leuten. Genau. Ist ja eine komische Clique, ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Trefft ihr euch nur, seid ihr sonst auch Freunde oder trefft ihr euch nur dafür? Nein, wir sind auch befreundet. Also wir sind wirklich, das sind wirklich meine, also das eine Mädchen und die zwei anderen Freunde, das sind wirklich beste Freunde. Und wir treffen uns, wir haben damals, das war eine Partysituation, haben wir diese Show gesehen und dann haben wir eigentlich gesagt, warum soll man das nicht mal ausprobieren, was? Ganz langsam ausprobieren und dann hat sich das bis zu dem heutigen Zeitpunkt so Und in Intervallen, was sagtest du gerade, so von ein paar Wochen oder einmal im Monat oder so macht ihr das? Ja, genau. Ungefähr. Genau, also was meistens einmal im Monat. Was würdest du sagen, was bringt euch das, das immer wieder zu machen? Wenn ihr das schon mal einmal geschafft habt, könnte man ja sagen, okay, wir haben es geschafft. Warum macht ihr es immer wieder? Also es ist also man weiß ja zum Beispiel, dass bei einem Menschen die Bedürfnisse nie aufhören zu wachsen. Also, dass wenn man das erreicht hat, das Nächste immer erreichen möchte. Und das ist einfach so, dass wenn man sagt, ja, wenn ich es 1,5 Meter geschafft habe, dann werde ich es irgendwann auch 2 Meter schaffen. Ja. Dann werde ich es 3 Meter schaffen. Ja. Dann werde ich es 4 Meter schaffen. Gut. Und so wächst eigentlich immer das Bedürfnis, über mehr Scherben laufen zu können. Ja. Wobei, ich habe neulich im Fernsehen einen Bericht von, ich weiß nicht, woher diese Menschen kamen, aus China, aus Burma, ich weiß nicht, eine irre Show gesehen, die eben aufgrund ihrer Konzentration, ich glaube, einen Speer durch sich durchbohren konnten und also ganz, ganz wahnsinnige Sachen machten. Das war genau auch letztendlich es waren alles Buddhisten, soweit ich mich erinnere, die sehr, sehr, sehr viele Meditationsstufen durchlebt schon haben und so eine große Kraft ihres Geistes hatten. Was wäre für euch noch eine Steigerung, jetzt nicht vielleicht 12 oder 13 Meter Scherben zu gehen? Gäbe es auch noch was anderes? Ja, wir haben halt überlegt, wie es wäre, wenn nicht nur die Füße die Scherben berühren würden, sondern vielleicht auch die Hände oder der Rücken. Der Rücken die Scherben berühren. Genau, da gibt es ja auch so, dass Leute mit dem Rücken auf Scherben liegen und andere treten auf diese Leute drauf. Und da sind also zwei menschliche Gewichte drücken auf die Scherben und dennoch ist der Mensch nicht verletzt hinterher. Ja, also wir probieren wirklich, gerade nach dieser Erfahrung mit dem fünften Kollegen, der am Anfang dabei war, der sich wirklich verletzt hat, das Ganze so human wie möglich zu gestalten, wie man das in dem natürlich Ausmaß noch bezeichnen kann. Ich wollte vielleicht auch zwischendurch mal sagen, bitte nicht so einfach nachmachen. Ich glaube, da muss man schon sich ein bisschen mit beschäftigen und zu groß ist die Gefahr, dass dann doch etwas passiert. Dem Kollegen, dem da was passiert ist, dem da die Sehne zerschnitten wurde, ist der noch bei euch? Der ist nicht mehr bei uns. Der ist nicht mehr bei uns. Also der ist schon bei uns, aber führt das nicht mehr, weil es ist ein ähnlicher Freund wie die anderen 4 Freunde bzw. Freundin. Aber der hat halt danach gesagt, dass es nichts mehr für ihn ist. Klar, dann wäre er wahrscheinlich auch sehr verunsichert und dann wäre die Gefahr noch größer gewesen, dass wieder was passiert, wenn er weitergemacht hätte. Das kann ich auch verstehen. Also wenn mir jetzt so etwas passieren würde, dann würde ich auch sagen, also verletzen möchte ich mich dabei möglichst nicht, auch wenn die Gefahr erstmal objektiv relativ hoch ist. Aber es ist immer wieder der Reiz da, noch weiter zu gehen, also noch mehr auszuprobieren. Beschäftigst du dich denn mit Meditationstechniken, mit Yoga? Überhaupt nicht. Solltest du vielleicht, dann könntest du vielleicht noch interessantere Sachen mit dir auch anstellen. Ja, das stimmt. Also ich möchte natürlich nicht, dass es wirklich in einen extremen Bereich geht. Natürlich nicht. Wie extrem man jetzt die Sache an sich schon beurteilen mag. Aber ich möchte wirklich nicht, dass ich mich verletze oder dass geschweige denn sich meine Freundin oder Freunde verletzen. Also es geht wirklich nur darum zu testen, wie weit man eine Art Körperbehandlung in dem Moment hat, wie weit man wirklich seine Konzentration, so merkwürdig wie sich das anhören mag,
nur auf die Füße projizieren kann. Also, Moment. War interessant mit dir gesprochen zu haben, Bastian. Ich danke dir sehr für den Anruf und viel Erfolg weiterhin, auf dass ihr euch nicht verletzt. Ja, und Domian, ich möchte noch eine ganz kurze Sache sagen. Ich weiß, es sagen dir 1000 Leute am Abend, aber ich finde wirklich, dass du mit deiner Sendung einen ganz großen Beitrag dazu beiträgst, dass Leute über Dinge sprechen können, die sie jeweils wirklich tief bewegen. Also, dass man zu einer Person, die einem eigentlich oberflächlich erstmal sehr fremd ist im Radio, so viel Vertrauen innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten oder 15 Minuten aufbauen kann, das finde ich wirklich ganz toll. Und du bist wirklich ein absolut toller Mensch, dass du Leuten im Radio sowas ermöglichst. Das finde ich wirklich, wirklich sensationell. Ich danke dir sehr herzlich. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank, Bastian. Und bitte, bitte, bitte bleib uns die nächsten 10 Jahre noch auf dem Fernsehen und im Radio. Du machst mich jetzt ganz verlegen und wir beenden das Gespräch ganz schnell jetzt. Okay. Lieber Bastian, alles Gute von Herzen. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Und hier ist Thomas. Thomas ist 29 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schön. Und alles klar bei dir? Ja, ich hoffe doch sehr. Und bei dir auch? Ja, ich verfolge deine Sendung schon seit 2 Jahren und ich muss sagen, eine Hammer-Sendung hast. Auf jeden Fall, bei mir geht's drum. Ich hab eine Party gemacht beim Kumpel. Mhm. Und wir waren, glaube ich, 6 Mann, 7 Mann. 7 Mann waren wir, glaube ich, und 2 Weiber. Mhm. Und eine davon, die habe ich halt nicht so gut gekannt. Mhm. Vielleicht mit der bin ich jetzt zusammen zufällig. So. Ja, mit der bin ich jetzt zufällig zusammen und wir haben Erwachsenenflaschendrehen gemacht. Ein beliebtes Spiel. Man macht Sachen, die halt nicht. Ja, das klassische Flaschendrehen ist ja, dass man irgendwie sich dann nach und nach ausziehen muss, ne? So hätte es ja fast angefangen. Ach so, erzähl. Es ist ja schlimmer gekommen. Es ist ja noch viel schlimmer gekommen. Also, dieses Mädchen, die ich noch nicht kannte. Ja. Mit der du jetzt zusammen bist? Mit der bin ich nicht zusammen, sondern das ist halt eher so eine Sexbeziehung. Sowas. Verstehe. Ja. Mach's nicht so spannend. Was habt ihr gemacht? Also, es ging so, ich habe die Flasche gedreht, eine leere Asti-Flasche, die wir davor natürlich sehr getrunken haben. Das Mädchen war schon ein bisschen angetrunken, aber nicht so wie ich, aber es war angetrunken. Also war schon ganz schön hackedisch, die alte, kann man sagen. Und als die Flasche auf ihr landet, steht sie auf und sagt, naja, ich möchte dir, Thomas, möchte ich jetzt gerne vor diesen Leuten, vor deinen Kumpels, möchte ich dir gerne deinen Pullermann in den Mund nehmen. Dann habe ich gedacht, naja, das ist ein Spaß oder die macht das, ich weiß es nicht. Und da habe ich gesagt, nee, also nicht vor den Leuten, also so zu bin ich noch nicht, dass ich sowas mir noch bringen kann. Mhm. Und da sagte sie zu mir, also was sag ich, wir können ja hochgehen ins Zimmer und da können wir uns allein Flaschendrehen weitermachen. Naja, und da war sie auch dafür und ich dachte halt, dass ich so mit ihr Sex haben kann. Also jetzt nicht hier Flaschendrehen und sonst so, einfach mit der ein bisschen schön ein paar Stündchen verbringen da oben. Ja. Was halt auch kam, aber nicht auf die Weise, wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern? Sondern wir sind hoch aufs Zimmer, mein Kumpel hat ein Haus. Und oben zieht sie sich aus von mir. Ich habe mich auch ausgezogen. Ich dachte, ich könnte mit ihr ein bisschen jetzt was machen. Da verlangt sie von mir, dass ich ihr diese Asti-Flasche einführe. Ja. Ich hatte es ja fast schon mir gerade gedacht. Ich dachte ja, das ist ein Spaß. Ich bin ja selber nicht klargekommen drauf. Naja. Mhm. Hast du es getan? Gemacht habe ich es, ja. Am Ende habe ich es gemacht, ja. Und das war für sie völlig klar, dass das sollte so sein. Hatte sie schon im Schilde geführt, unten. Ich sollte ja mit dem Flaschenkopf erst rein. Also ich bin ja mit dem Flaschenkopf, also nicht zu viel. Ich dachte ja, Mensch, ich weiß es doch nicht. Das ist eine Asti-Flasche, du weißt, wie eine Asti-Flasche aussieht. Sie wollte es immer tiefer. Und da habe ich gesagt, Mensch, Baby, ich dachte, das hat schon geknackt, ja. Und da sagt die, nee, tiefer und tiefer. Und mit meiner Hand ging das schon gar nicht mehr, ja. Am Ende habe ich meinen Fuß nutzen müssen. Also oh komm, Bein, wir wollen uns die Details jetzt nicht vorstellen. Also ich merke schon, dass es ziemlich heftig war. Es ist das war ziemlich heftig. Sehr heftig. Aber also sowas hattest du auch noch nicht erlebt?
Noch nie vorher. Und mit der Frau hast du jetzt so eine Affäre? Na, so eine Sexbeziehung. Geht denn das eine normale Sexbeziehung oder auch mit solchen eher krasseren Sachen? Ich muss sagen, sie ist sehr, 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 wie soll ich denn sagen, sexgeil, sexnotgeil. Ja. Mhm. Also ich kann mit ihr nicht normal Eis essen gehen oder sonst irgendwas, weil also die nächste Toilette ist... Ach so. Aber das ist noch so in dem Bereich, der dir Spaß macht. Das ist der Bereich, der mir noch Spaß macht. Ja. Weißt du, Thomas, das, was ihr da gemacht habt oder was sie von dir verlangt hat, das hätte natürlich auch ganz, ganz, ganz böse enden können, wenn diese Flasche zerbrochen wäre. Ist ja gar nicht passiert. Nee, es ist nichts passiert, aber ich meine, es hätte unfassbar Schlimmes passieren können. Ja, aber es war, also so muss ich sagen, es war wunderbar, es war lustig, sehr verblüffend war ich natürlich, also ja. Ich war sehr baff. So, wenn du jetzt das Wort Flaschendrehen hörst, dann musst du mal schmunzeln, ne? Was da? Geht's mir jetzt anders, ja. Lieber Thomas, krasse Geschichte. Ja, sehr krass. Krasse Geschichte. Ja, du mir. Danke, dass du sie uns erzählt hast. Ja, aber natürlich. Alles Gute wünsche ich dir. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, ich dir auch. Und deine Gäste, ich hoffe, da kommen nicht noch krassere Geschichten irgendwie. Ja, wollen wir hören. Ja, bis dann. Alles Gute, tschüss. Bis dann, ciao. Jo, tschüss. Und Holger, 45, guten Morgen, auch zum Thema Glas. Guten Morgen. Ja, hallo Holger. Hallo. Ja, du hast zum Thema Glas angerufen. Ja, wegen Glasauge. Ich habe ein Glasauge. Du hast ein Glasauge? Ja. Eins. Ja, mit zwei kann ich nichts mehr sehen. Ja, hätte auch sagen können, zu zwei. Ich wusste ja nicht, dass du noch was sehen kannst. Natürlich, ich habe ein rechtes, das rechte Auge ist eine Glaskugel. Ja. Und das linke Auge ist normal. Ja, und wie kam es dazu, dass du ein Glasauge... Ich war 15 Jahre alt, wir waren in der Schule beim Werken und ein Kollege hatte da einen Holzstock rumgeschmissen. Ich kam in den Kopf gerade hoch und genau ins Auge getroffen. Mm. Mm. Und das Auge war so schwer verletzt, dass man es rausnehmen musste? Nicht mehr retten konnte. 15 Jahre alt warst du da? Da war ich 50, ich bin jetzt 45. Das ist ja auch schlimm für so einen jugendlichen Typ, wenn dann so etwas passiert. Am Anfang war es schwer. Ja. Das war böse schwer, ja. Ich stelle mir das... Weil man ja nur einseitig sieht. Man sieht nur die linke Seite richtig. Ja, das ist wenn man sich das... Wenn ich das ein Auge zuhalte, genau. Dann sieht die Welt, das wirkt ja alles völlig anders, als wenn man mit beiden Augen guckt. Man muss mehr den Kopf drehen, als normal. Mhm. Aber mit 15, und das war vielleicht 2-3 Jahre, mit 18 war das schon normal. Das heißt, du kannst dich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wie es war, mit beiden Augen zu gucken? Nee, gar nicht. Das ist jetzt Vergangenheit, weite Vergangenheit. Ich habe auch einen Führerschein, ich kann Auto fahren. Ah ja, das darf man, das geht. Ja. Ich mache mir bloß, wenn ich einen Hänger fahre, zum Beispiel extra Spiegel dran. Also wenn ein Wohnwagen gibt, es sowieso nochmal extra Spiegel, dann mache ich mir nochmal extra Spiegel, dass ich das nochmal aufs linke Auge produzieren kann. Ja. Und auch Brillenträger gleichzeitig, weil das linke Auge natürlich verstärkt dadurch benutzt wird. Ja. Nochmal auf den Unfall zurückzukommen, hat das damals nicht höllisch wehgetan? Ja. Ja, ne? Mhm. Also soll das, was ich nehme, durch diesen Unfall, ich habe es ja nur auf das Auge gemacht, das war plötzlich alles dunkel auf der rechten Seite, und wie es reingeschmettert ist. Und nur schreiend hat irgendwie durch die Werkstatt gelaufen. Ja. Aber ich mache mir heute auch so Gags mit dem Glasauge. Ja, ab wann hast du, wie alt warst du, als du das Glasauge bekommen hast? 15. Ach so, direkt danach hast du das bekommen schon? Ja, das war also das... Ach so, ich dachte, das hätte erst ein paar Jahre verheilen müssen. Nein. Also, ja, die Wunden soweit, ja, aber es muss nicht lange verheilen. Das wird dann nachher gleich schon reingesetzt. Welche Farbe? Augapfel, der Augapfel ja nur kaputt ist. Ja, welche Farbe hat das Glasauge? Das kann ich mir aussuchen. Ach so, ah, ja, das musst du... Ich kann mir auf das linke blaue Auge aussuchen, ich kann mir auch ein grünes machen lassen, ich kann mir ein rotes machen lassen. Ja. Aber es muss ja passend sein zu dem anderen Auge. Ja, kann man. Man kann auch aufs Gag, wenn man irgendwie zum Karneval oder zum... Ja, du hast gerade gesagt, du machst schon mal Gags mit deinem Glasauge. Natürlich. Erzähl uns von den Gags. Ja, also, es gibt ja diese Sprüche, guck mal nach vorne im vollen Bus, ob hinten noch ein Platz frei ist. Dann habe ich so Ersatzglasaugen, die ich mittlerweile in den Jahren ja mal gesammelt habe, und schmeiß die hoch. Oder zum Beispiel auf der Arbeit haben wir, wegen Säure, haben wir so eine Augenwaschanlage, da sprudelt das Wasser raus, da liegt das eine auf, dann dreht sich das. wie bei so einem Zimmerbrunnen. Was machst du vom Beruf? Ich bin Zählermonteur. Was für ein Monteur? Zählermonteur. Zählermonteur. Ach so, ja. Dann, wie reagieren denn so deine Leute, dein Umfeld, wenn du solche Späße mit... Da bin ich mir nicht gern ziemlich platt.
Ich habe auch irritiert Leute, wahrscheinlich auch oder ein bisschen eklig auch, ne? Angeekelt. Was ist denn daran eklig? Das ist nur eine Glaskugel. Ja, ja, aber im ersten Moment reagieren vielleicht die Leute. Ja, so. Klar, die mich nicht kennen. Ja. Die schütteln sich natürlich. Aber jetzt mal ganz im Ernst, normalerweise gehst du doch wahrscheinlich raus mit einem Glasauge, das genauso aussieht wie dein ja, gesundes klar. Auge. Ja. Und wie ist das nachts? Nimmt man das Glasauge raus? Nö. Nee. Nö, spürt man das? Nein. Gar nicht. Das ist genau dein Augapfel, ist das genau angepasst. Ja. Und warum muss man dann im Laufe des Lebens, du sagst, ich hab schon so viele Glasaugen, wieso muss man so mehrere haben? Nutzen die sich irgendwann ab oder gehen die kaputt? Oder? Ja, das ist auch wegen Bakterien, ach so. Dass man austauscht und dann wird das über 2 Tage gereinigt in Wasserbädern. Ja. Wie oft musst du es denn reinigen? Jeden zweiten Tag? Oder? Nein, nee. Das ist einmal, zweimal die Woche. Ach so. Und dann gibt es so eine Art Cookie dann für die Augen und dann kommt dann kommt das da rein. Ja. Hast du eine Frau oder Freundin? Ich war verheiratet, ich bin alleinerziehend. Ja, und deine damalige Partnerin, hast du die da ein Problem mit? Die hat das am Anfang gar nicht gesehen. Die hat das nicht gesehen. Das ist so gut gemacht, dass man es gar nicht sieht. Ja, das war ja sogar, ich hatte Probleme mit dem linken Auge, da war was reingekommen. Ja. Und bin zum Augenarzt, aber nicht zu meinem Augenarzt. Ja. Der hatte Urlaub, musste zu seinem Vertreter. Ja. Und der holte da, spülte mir das Auge aus und machte mir eine Klappe rauf. Und sagte zu mir so, nun können Sie ja los. Und dann guckte ich so mit dem Kopf hoch, ich sag, wie denn? Ich sag, rechts ist ein Glasauge, hallo? Also das passiert auch. Selbst Augenärzte sind nicht gefeit dadurch. Die sind heute so gut gemacht, man sieht sie nicht mehr. Man sieht es nur wirklich, wenn man den Gegenübersitzenden direkt ins Auge guckt. Wie ist das denn? Wenn man Augen hat, wir schlagen ja die Augenlider alle paar Sekunden runter, damit das Auge feucht wird. Ja, macht das man ist das? Gleiche. Das ist ja nichts anderes. Aber wie kommt denn? Ist denn da auch so eine Gleitflüssigkeit? Ist da auch so eine Tränenflüssigkeit? Ja, dadurch, dass die Augenlider ja runtergehen, geht ja die Flüssigkeit schon mal aufs Glas. Ah ja. Dadurch kann das genauso wie das andere auch. Ah ja. Gut, dann ist das täuschend ähnlich, ne? Das Einzige, was man sieht, wenn man diesen Menschen beobachtet. Mhm. Der das Glasauge hat. Wenn ich nach links oder rechts gucke, dann dreht das Glasauge nicht direkt hinterher. Das ist klar, das ist klar. Ein bisschen länger. Als deine Ex-Partnerin das dann irgendwann dann doch gemerkt hat. Ich habe ihr das nachher gesagt. Genau. War es dann okay für sie oder hat die das irgendwie ein bisschen irritiert? Das erinnert mich ja nicht. Nö. Nee. Das ist ja nicht, ich bin ganz normal. Eigentlich ist das eine tolle Sache, dass man das so machen kann. In den 30 Jahren, wo ich das habe, ist fantastisch über die Entwicklung von diesem Glasauge, dass man überhaupt nicht mehr sieht. Ja. Ja, früher sah man das wahrscheinlich auch. Von links, rechts gucken, hoch und runter, dass man ein bisschen langsamer bewegt, aber sonst hast du keine Probleme. Mhm. Das war unser Holger mit einem Glasauge und der wunderbar damit zurechtkommt. Jo. Ich danke für deinen Anruf. Dafür nicht, Jürgen. Tschüss, Holger. Tschüss. Michael ist 27. Hallo, Michael. Ja, hallo. Hallo, Michael. Auf Sendung. Du bist jetzt auf Sendung und okay. Bei mir. Ich entschuldige mich erstmal dafür, dass ich vorhin aufgelegt habe. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden. Ach so, das ist aber okay. Nur haben wir dich ja. Ich wollte, bevor ich zu dem komme, was ich sagen wollte, noch auf deine Vorredner eingehen irgendwie. Ja. Also zuerst auf den... Glasknochenfrau. Mhm, ja. Das ist eine absolute Horrorvorstellung von mir, wenn ich das so sagen kann. Also weil ich extrem Angst habe irgendwie vor also Glas. So eine Krankheit wäre für dich sehr, sehr schlimm, die Vorstellung. Absolut. Ja. Gar keine Frage. Und dann, was vielleicht ein bisschen lustig ist, diese Asti-Flaschen-Vaginalgeschichte ist ja auch als solche schon sehr gefährlich, weil sich da ein Unterdruck bilden kann und das Verletzungen hervorrufen kann. Genau, zudem. Also es gibt ganz schlimme erotische, sexuelle Verletzungen, die beim Sex passiert sind, ganz schlimme, wo man äußerst vorsichtig sein muss. Lieber Michael, zu dir, zu deinem Glasthema, weswegen du angerufen hast. Ich wollte gerade noch zu dem dritten Anrufer sagen, der das Glasauge hat. Mhm. Das ist, hängt direkt mit dem zusammen. Also ich träume von Glasscheiben, von spitzen Glasscheiben, die über mir hängen. Mhm. Und mein Auge ist es für ihn, das ist die größte Angst, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Dein Auge zu verlieren? Ja, Augenlicht zu verlieren. Mhm. Und man sagt ja, man hütet etwas wie den Augapfel. Ja. So, jetzt aber eigentlich zu dem, was du erzählen wolltest. Ich
Ja, man spricht vom Damoklesschwert und so hängen in meinen Träumen Glasscheiben über mir, Glasschwerter. Ach so, das ist so, dass du träumst, dass du das Glas dich bedroht. Ja. Und die Schwerter sind, oder ja, das Damoklesschwert oder überhaupt Schwerter sind aus Glas. Ja, auch Industrieglas, also ich weiß nicht, oder wie sagt man dann, wie Eiszapfen oder wie Glas, das über einem. Aber das sind richtige Nachtträume, tiefe Nachtträume. Ja, ja, diese Träume, die dann aufwecken. Die dich vor Angst dann aufwecken. Kommen die immer und immer wieder, diese Träume? Kennst du, oder ich glaube, diese Träume sind sehr bekannt, wenn man weglaufen möchte, aber nicht weglaufen kann. Genau, das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt im Traum. Ja, ich glaube, das ist recht verbreitet. Und so liege ich gefesselt quasi auf meinem Rücken und über mir hängen diese Glasscherben. Das ist ja irre. Und das, wie lange hast du das schon? Ich kann das nicht sagen. Also, das heißt, diesen Traum hast du schon... Dem ich denken kann. Diesen Traum hast du schon unglaublich oft geträumt. Ja. Also, das ist so dein Horrortraum. Absolut. Ja. Ich meine, da würden natürlich jetzt Psychologen ein wunderbares Feld zum Interpretieren haben. Stimmt. Was bedeutet das? Warum Glas? Warum Glas? Warum immer dieser Traum? Warum bedroht dich Glas? Für was steht das Glas? Was sagt das aus? Ich weiß nicht, kennst du diese Lastwagen, die dafür angefertigt sind, um große Glasplatten anzuheben? Ja, klar. Ja. Ich fürchte mich irgendwie davor, diese Erdrück, also so Glasplatten sind ja wahnsinnig schwer und können auf einen runterfallen. Mhm. Immer die Angst von Glas ums Leben gebracht zu werden. Glas, die sind wahnsinnig schwer und schneiden. Hast du denn irgendeine Idee, warum Glas für dich so bedrohlich ist im Traum? Ich weiß es nicht. Überhaupt nicht. Spiegel. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Schön. Was studierst du? Ich studiere Germanistik. Germanistik. Also hat damit gar nichts zu tun. Nee, ich frage nur so. Mhm. Hast du dich mal irgendwann mit einem Fachmann unterhalten darüber? Nee, aber faszinierend sind die jedes Mal, vor allen Dingen, weil es so ein zerbrechliches Material auch ist. Ja. Ja, es ist ein zerbrechliches, aber dann wiederum auch ein sehr bedrohliches Material. Für mich ja. Ja, so wie du es beschreibst, weil es halt auch... Faszinierend natürlich. Ja. In der Geschichte des Glases habe ich mich auch schon informiert irgendwann und diese industrielle... Mhm. Aber das ist wahrscheinlich nicht so interessant für die Sendung. Michael, also ich bin jetzt ganz gespannt. Ich möchte unbedingt, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Die auch Psychoanalytikerin ist und die wird dir bestimmt da ein paar interessante Hinweise geben. Ah ja. Sie kann mir das ja hinterher erzählen, was euer Gespräch gebracht hat. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Meine Psychologin heißt Heide heute Nacht. Okay. Das heißt, du legst auf und Heide ruft dich an. Alles klar. Alles Gute und hoffentlich kommst du aus diesen Träumen mal raus. Ja, ich hoffe das auch. Ja, das hoffe ich sehr für dich. Eine schöne Sendung noch. Dankeschön, Michael. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mario. Mario ist 36 Jahre alt. Hallo Mario. Hallo Jürgen, grüß dich. Mann, jetzt bin ich erstmal aufgeregt. Ich gucke deine Sendung schon seit Jahren und durch deine Sendung ist mir auch geholfen worden. Das freut mich. Zum Thema Glas ist mir gerade einfach aufgefallen. Die ganzen Jahre trinkst du in einer Pause, in einer Werbepause, aus deiner grünen Flasche und ja, seit einem Jahr oder so. Ach! Ja, Mario. Sehe ich auf einmal, du nimmst ein Glas. Mario, ja. Die Flasche, die habe ich aber bestimmt schon 7 Jahre nicht mehr. Na, sagen wir mal 5 Jahre. Ja, gut. Sagen wir 5 Jahre. Weil ich irgendwann dachte, man muss ja mal ein bisschen sich verändern und vielleicht auch ein bisschen erwachsener werden. Nimmst du jetzt mal, wie man im Fernsehen das so macht, auch ein normales Wasserglas und trinkst nicht immer aus der Flasche. Ja, aber irgendwie fällt's doch auf, ne? Das ist ja lustig, das haben sich viele Leute gemerkt. Du bist nicht der Erste, der mich schon darauf anspricht und sagt, wieso, wo ist die Flasche eigentlich geblieben? Und dann sage ich, Mensch, die Flasche ist schon seit Jahren weg, aber man hat das irgendwie so in Erinnerung. Ja, das ist jetzt gerade voll ins Bild gefahren und ich denke, wo ist die Flasche? Das war ein Relikt. Ich habe ja früher ausschließlich Hörfunk gemacht. Ja. Und das war so eine Angewohnheit von mir, wenn ich in die Sendung ging, nahm ich immer eine Flasche Wasser mit. Mhm. Und dann habe ich das damals auch mit ins Fernsehen genommen und aber dann auch irgendwann gesagt und gedacht, nee,
jetzt musste mal ein bisschen... Ja, bisschen Dieter Thomas Heck ist weg und deine grüne Flasche auch. So, genau. Gut. Lieber Mario. Eine Frage noch. Ja. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, ich bedanke mich und wünsche dir und deinem Team alles Gute und mach weiter so. Das ist ja nett von dir. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Glas. In der Technik war Ansgar Machalitzki. Morgen sind wir natürlich auch wieder da für euch. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Mit einer, auch vor allem mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Rund um die Uhr mailen. Und ja, dann geht es um 1 los. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Freue mich auf morgen.